Ja, hallo, willkommen auf meinem Kanal Didis E-Bike Touren. Ja, heute mal was anderes, nämlich ein Unboxing. Ich habe mir eine neue Cam geleistet. Das, wodurch ihr jetzt schaut, das ist die GoPro 9. Die ist nicht neu. Was neu ist, ist die hier. Die packen wir jetzt aus. Ja, und zwar GoPro hat was neu aufgelegt, nämlich die neue GoPro 10. Die ist jetzt hier am Start. Und zwar ist es die Special Bundle Edition der GoPro 10 mit einem neuen Prozessor und mit Zubehör. Und das packen wir jetzt auf. Ja, und dieses tolle Paket, einschließlich einer Speicherkarte, diesem wunderschönen Stativ, der Aufbewahrungstasche, der Bedienungsanleitung, dem Clip, den zwei Akkus, der Klebe, des Klebepads und der zwei Halter noch. Das befindet sich alles in dieser Sonderedition und das auch zu einem Sonderpreis. Es ist also alles relativ. Ja, relativ günstig, so dass man zuschlagen kann. Die neue GoPro hat 23 Megapixel. Die neue GoPro hat, wie gesagt, schon eine beschichtete Scheibe auf der Linse, dass der Regen wohl abperlt. Wasserdicht bis 10 Meter, noch immer. Ansonsten hat sie einen neuen Prozessor, der angeblich doppelt so leistungsfähig sein soll wie der alte. Man hat zwar schon gehört, dass die Cam ab und zu Hitzeprobleme hat. Was auch bekannt ist von den GoPros, dass sie bei Kälte schon mal gerne aussteigen. Aber da hat GoPro auch dran gearbeitet. Die haben einen neuen Akku auf ihrer Homepage vorgestellt. Den kann man schon vorbestellen. Der kostet 24,90 Euro, so wie ich gesehen habe. Einschließlich Versand. Und der hat eine etwas höhere Kapazität. Und soll bis minus 10 Grad stabil sein, so dass man dann endlich auch mal bei Frost wieder Fahrrad fahren kann zum Beispiel. Oder eben andere Outdoor-Tätigkeiten verrichten kann. Ja, ansonsten freue ich mich, dass die Cam gekommen ist. Und ich hoffe, dass sie genauso tolle Aufnahmen macht wie die GoPro 9, die ich weiterhin behalten werde. Die eine wird meine Führungskamera sein und die andere wird die Kamera sein für Frontaufnahmen jetzt so vom Gesicht. Ja, und ansonsten für diese schönen Filmaufnahmen und Videoaufnahmen habe ich diese da. Somit, dass ihr wisst, was ich so sonst noch einsetze, das ist die Lumix von Panasonic. Und zwar die Travel Zoom 202, so heißt sie. Jo. Ja, das war's schon. Footage von der Cam kriegt er, sobald das Wetter wieder einigermaßen ist, dass ich mal die Drohne steigen lassen kann oder dass ich mit dem Fahrrad raus kann. Eins von beiden, wir werden sehen.
Die Tonaufnahmen stammen übrigens vom Media Mod, auch von der GoPro. Der ist auch kompatibel zu der neuen GoPro 10. So, beide Kameras nehmen das gleiche auf. Oh, ihr seht auf der GoPro 9 jetzt, dass das vorne hier abläuft. Oh. Was wir tun, hier kommt vom Media Mod. Ich bin echt gespannt. Die Bilder einen Unterschied machen von der Qualität her, vom Ton her. Ja. Sehr gespannt. So, nochmal Gegenlichttest. Und wir sind an der Teststrecke angekommen. Ach, macht euch stark. Ihr late. Teilweise rutschig. Naja, egal. Den Reifen nicht so gut. Aber gut. Egal. So. Jetzt zeige ich euch mal vom Namen. Das ist das neue. Ist das denn nicht schön? So, und jetzt fliegen wir auch mal eine Runde. Sometimes I think they're right, honey.
Sorry for the tears in your eyes. Hey, lover, give me just one more try. Ich bin's. Ja, das war jetzt ein kleiner Versuch mit der Drohne. Ich habe auch mal mit der GoPro 10 draufgehalten auf das Dröhnchen. War eine schöne Nahaufnahme. Daran sieht man auch, wie klasse die jetzt in der Luft liegt. Und wie ruhig die jetzt in der Luft liegt. Andererseits werden wir uns jetzt Richtung Heimat wieder machen. Und dann werde ich mal versuchen, ein Filmchen hier rauszuschneiden. Und dann kommen wir zum Fazit zur GoPro 10, wenn ich die Bildqualität der Kamera kenne. Das sind nämlich jetzt die ersten Aufnahmen mit der GoPro 10. Was in den Einstellungen ja schon mal besser ist, was ich finde, ist, dass vorne der Monitor, dass man den so schalten kann, dass er die ganze Zeit an ist. Finde ich okay. Ja. Und vom Ton her bin ich auch mal ganz gespannt, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch ein wireless System hier mit so einem kleinen Mikrofon hier und
hoffe, dass man mich jetzt besser versteht, auch wenn ich jetzt mich mal von der Kamera wegbewege. Ja. Und wieder ins Bild komme, dass das dann nicht mehr so abhängig ist von diesem komischen Richtmikro der GoPro. Ja, obwohl da die Tonqualität auch sehr gut ist. Alles klar, bis später. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, das Unboxing, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.